Hallihallo, hallöch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Jetzt ist endlich mal, hoffe ich das, und direkt wird vorher zu viele freudige Buchstaben. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu meinem ersten Einzelstream hier auf Twitch. Heute funktioniert mal alles super, heute mal pünktlich. Das freut mich. Emoti, Rivado ist schon da, wunderschön, yay. Auf jeden Fall, ja, ich muss mal den Bot noch ein bisschen einstellen, dass der nicht gleich bei 3-4 Symbolen da gleich abkackt. Ja. Endlich geht's mal los. Ich hoffe, es funktioniert alles wunderschön. Müsste eigentlich alles. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit massive Internetprobleme. Deswegen konnte ich leider nicht nochmal streamen nach unserem ersten verkackten Stream. Aber jetzt geht's ja weiter. Und ja, wir starten ein neues Spiel, neues Projekt, und zwar Horizon Zero Dawn. Ich habe mir das schon, ich muss mal hier diesen Kopfhörer davon, das geht da hin auf den Sack. Ich höre mich andauernd so innerlich wieder, wenn du solche In-Ears drauf hast, da hörst du dich so schrecklich wieder. Ja, schön. Wollen wir anfangen? Wollen wir gleich? Onkel, sag mir, ob das mit dem Hosten geht. Nö, geht nicht, also steht nichts da. Außerdem siehst du es doch. Ich habe die ganzen Alerts alles hier mit eingefügt. Also ich habe jetzt über den alten Player habe ich das jetzt gemacht, also über das OBS Studio habe ich jetzt alles eingerichtet, dass die ganzen Alerts, das ganze Streamlabs und sowas alles hier funktioniert. Weil mit dem anderen, da hat es mir ständig einen Grafikkartentreiber zu hauen. Keine Ahnung warum. Und ja. So, okay, dann würde ich sagen, starten wir immer mal das Spiel. Ich habe hier schon mal angetestet, natürlich, vorher. Weil da war ein Kumpel da, der wollte das Spiel unbedingt mal sehen. Da haben wir mal ganz kurz den Anfang kurz gespielt, also nichts weiter, dass ich jetzt mich gespoilert habe oder sowas. Käffchen darf natürlich auch nicht fehlen. Ja. Habe ich jetzt denn überhaupt, ich habe immer noch Star Trek drin unten. Warte mal, das muss ich mal noch ändern hier unten. Fällt mir gerade auf. Ich dachte beim Starten vom Stream, macht es das direkt? Ach, naja. Hatte ich zumindest das letzte Mal gehabt. So, Mensch. Spiel mal noch geändert. So. Das ist ja schlimm. Hä? Also immer noch das Dings von Star Trek drin. Warum? Muss ich das jetzt aktualisieren und dann funktioniert das? Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen neu hier auf Twitch. Ich muss auch erstmal ganz kurz gucken. Hat aber jetzt aktualisiert den Titel und alles. Alles gut? Test? Nö, hat's nicht. Das ist traumhaft. Warum nicht? Och, Leute. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Was? Ja? Da. Fertig. Muss doch jetzt mal hier. Jetzt. Es tut immer mal kurz ändern und dann, ist jetzt der Titel da? Also bei mir wird es angezeigt, dass ich dich hoste. Ja, sind dann wahrscheinlich doch die Alerts ein bisschen am rumstrudeln. Ah, jetzt ist alles okay, gut. Okay, so, dann wollen wir jetzt mal das Spiel endlich mal starten. Mein Gott, immer diese Anfangsschwierigkeiten. Das nächste Mal stelle ich es vorher ein, sorry. Okay, also neues Spiel, ich freue mich schon drauf auf das Spiel. Das habe ich schon lang. Story? Warte mal, ein leichtes Kampferlebnis für Spieler, die lieber auf die Story konzentrieren. Na, wir machen normal. Normal ist, glaube ich, normal. Ach, die Frage ist, bei Zwischensequenzen soll ich meine Kamera ausschalten oder was wäre euch lieber? Das könnt ihr mal noch schnell posten. Ganz schnell. Ich mache am Anfang erstmal die Kamera aus. Wenn hier irgendwelche Zwischensequenzen sind,
Ja, scheint die Alerts gerade nicht so ganz zu funktionieren. Ich muss da nochmal nachgucken. Das ist ja jetzt auch erstmal was. Wir spielen ja jetzt erstmal. Cam? Was Cam? Ich kann ja mal ganz kurz. Moment. Ich muss immer, also ich muss hier rüber gucken, weil da stehen natürlich eure Kommentare. Ich kann ja mal ganz kurz probieren. Moment. Oh. Aloy! Aloy! Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr. Hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Eine Art Höhle, neue Hauptquest, ein Geschenk aus der Vergangenheit. So, Moment, ich will mal ganz kurz testen. Ich habe mittlerweile hier in der Zwischensequenz mal kurz hier. Warte mal, ich mache mal ganz kurz einen Test. Ganz kurz. Ja. Also die Alerts funktionieren jetzt. Ich musste mich einloggen in Dings. Ja, okay, alles klar. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. In die Höhle. Okay, machen wir. Aber wir gehen. Ja, wir müssen sowieso da rein. Also von daher. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass das Spiel grafisch echt mega ist. Okay. Na dann wollen wir mal. Fledermäuschen. Fledermäuschen. Was meinst du? Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Was meinst du mit Cam, Emoti? Das ist bestimmt auf die Frage, ob die Cam wegen während Zwischensequenzen. Drücke Viereck und. Okay. Um ducken und aufzustehen. Warte mal, da will ich mal noch nicht hin. Wo geht's denn jetzt hier lang? Wir müssen natürlich mal gucken, ein bisschen rumgucken. Ich könnte ja nicht einfach hier straight einen Weg lang gehen. Das ist ja auch langweilig. Ah nee, darin müsste ich bestimmt. Ja, wir gehen nochmal da lang. Okay. Wir gucken erstmal dahinter. Gucken, was da hinten ist. Entdeckerdrang. Oh, eine Riesenratte. Lecker. Ich kann doch nichts machen, ne? Ich kann nur. Nee. Gut. Klettern geht nicht. Warum nicht? Bist du klein? Ja, ich freue mich schon auf jeden Fall schon die ganze Zeit auf diesen Titel. Aber ich habe den vor mich hingezogen. Weil auf YouTube immer irgendwas schief ging. Und da wollte ich nie irgendwie. Hä? Bin ich hier? Habe ich jetzt irgendwie. Bin ich jetzt einen anderen Weg? Hä? Ich liebe es nicht mehr durchzublicken. Ach so, von da. Ah, okay. Ich bin im Kreis gelaufen. Das ist natürlich wieder mal.
Das ist natürlich doll. So ein Geschenk aus der Vergangenheit. Was haben wir denn hier? Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Warum sind wir eigentlich ein ausgestoßenes Mädchen? Warum wurde das nicht erklärt? Fehlt da ein Stück von der Anfangssequenz? Kann das sein? Kann ja sein, weil ich das schon mal gespielt habe, dass da irgendwie was ist. Ne, da ist nichts. Okay. Ja, auf jeden Fall jetzt Nachtschichtwoche. Das heißt, wieder geil Stream jetzt die nächsten paar Tage. Immer so auf 18, also immer so zwischen 18 und 19 Uhr werde ich das streamen in dieser Woche. Aber diesmal bloß eine kurze Nachtschichtwoche, denn ich habe bloß 4 Tage. Vier Tage. Und dann geht's nämlich ab zu Rivano am Donnerstag. Da wird es dann keinen Stream geben. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Haha. Okay. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Fabrik oder irgendwas. Also so eine... Keine Ahnung. Ist nix. Nix. Der Entdeckerdrang wieder. Der muss überall rumlaufen. Das bin nicht ich. Das ist mein Entdeckerdrang, der mich steuert. Der muss immer irgendwie jede Ecke abklappern. Oh. Was ist denn das? Eine Rakete oder irgendwas? Eine Kapsel? Kommen wir bestimmt noch hin. Das hat mich jetzt an das Eis erinnert. Kennt ihr dieses Raketeneis? Dieses Wassereis? Das hat mich jetzt irgendwie daran erinnert, diese Kapsel. Keine Ahnung. Fehlt nur noch oben die Schokospitze. Ist auch nix. Dieses Spiel besteht bisher aus nichts, außer rumlaufen. Und Fledermäusen. Viele Fledermäuse. Ist auch nix. Ja, Mini-Urlaub. Na, das wird ein fett... Wir machen uns einen fetten River. Da vorne ist irgendwas. Da gehen wir nicht... Was ist denn hier drin? Manchmal da hinten. Dies. Denken wir, da kommen wir überall noch hin. Ja, wir gehen nämlich ins Kino zu Rampage und Infinity War. Ich freue mich schon mega drauf. Was ist das? Ein Toter. Ach, da. 5 Stunden Autofahrt für 2 Kinofilme. Das muss mal jemand nachmachen. Da gehen wir mal zu dem Toten. Untersuche das seltsame Gerät. Okay. So, schalte den Fokus durch Drücken von R3 ein oder aus. Okay. Cool. Schön.
Das sieht hier ein bisschen beleuchtet aus. Sieht sehr, ist ein bisschen was hier, euer Mensch. Kann man sich ein bisschen was angucken. Dieser tristen Höhle. Ach ja. Schön. Na gut. Dann ist hier auch mal nix. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Wir werden sehen. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Okay. Banktür, Brandschutztür, verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Aha. Noch mehr Lichter. Netzkabel. Noch mehr Lichter. Silvester. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Code Nexus, Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Aha. Netzkabel, verstärkt das. Okay, ich denke mal, dass ich dahin muss. Achso, mir zeigt es an, wo ich hinlaufen muss, okay. Alles klar, dann ist ja easy peasy, Mann. Ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwas suchen. So, hi. Das Ding hier? Eine Ratte. Ziel markieren. Ratte. Erklärung, Ratte. Wäre ich nicht selber drauf gekommen. Ah, hier komme ich dahin. Gut, alles klar. Kann man hier, mit L3 kann man rennen, wenn man L3 drückt. Das Ding. Ja, ich muss erstmal mit diesen Dings ein bisschen. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen, Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Ich mach mal im Uhrzeigersinn. Ein Farbwechsel. Ui. Okay. Woran habe ich jetzt erkannt, wann das Tor offen ist? Einfach nur, dass ich gedreht habe und das ging das Tor auf? Oder? Naja, gut. Ein Farbwechsel an der Tür. Ah, okay, das sehe ich an der Tür öffnen. Geschafft. Yay! Boah, das sieht schon so geil aus, das Spiel. Ja, ich habe das, ich habe mich auch nirgendwo spoilern lassen und sowas. Also für mich ist hier dieses Spiel brandneu. Obwohl das schon ziemlich alt ist. Was heißt ziemlich alt? So alt ist es jetzt auch nicht, aber. Schöne für euch ist es halt, dass ihr es schon überall schon mal gesehen habt und jetzt nochmal gucken könnt. Ach ja. Ich will nicht raus. Ich will die Welt von außen sehen. Ich will aus der Höhle raus. Oder muss ich öfters mal das Ding anschalten? Zeigt es mir dann irgendwelche Sachen an? Eine Ratte? Ne, gut. Dann ist hier irgendwas verpatzt. Da muss man schon mal gucken. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wieder ein Toter. Und noch ein Gerät. Wie das, was im großen Raum war. Gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Hui. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Grüße, aha, und Grüße, Pluanta. Finde einen Ausweg. Nein, ich finde keinen Ausweg. Ist hier irgendwas, was man noch so... Ich kenne mich doch nicht aus. So. Haben wir denn hier?
Bunkertür, Brandschutztür verstärkt. Ja, ja, haben wir schon. Zwäng dich durch die Lücke. Okay. Da soll man raus. Das heißt, wir gehen zuerst mal dahin. Erstmal nicht dahin, wo es hingeht. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Protokoll Connor Chasens Sprachprotokoll aufgezeichnet am 1. Januar 2066. Datenbeschädigung. Partiell. Hä? Welches Jahr sind wir denn? Ich meine, dass es in der Zukunft spielt. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich bei der Zwischensequenz am Anfang, wo vielleicht alles gezeigt wurde, habe ich hier auf Twitch rumgemerkt. Deswegen habe ich wahrscheinlich einiges verpasst. Oh! Sprachprotokoll, Datenbeschädigung, schwer. Beschädigung. Kann ich das Ding ausschalten ohne das? Ah, okay. Funktioniert das so. Ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Oh. Der hat sich wohl selbst da. Was? Endlich mal einer, der so spricht wie ich? Was? Wie? Wie sprichst du denn? Nuschelst du auch? So. Ach ja. Ich will endlich raus aus der Höhle. Aber es gibt wieder so viel zu sehen. Protokoll Cheston Fried, Sprachprotokoll, Datenbestätigung schwer. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Warum Schuld. Warum sind wir hier gestorben? Ich meine, unseres Todes. Was ist passiert? Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Was ist das hier? Hallo? Achso, das haben wir schon, oder was? Haben wir das schon? Was sind das da hinten? Läufer, feindliche Maschine. Oh Gott, nein, es gibt doch noch viel zu lesen. Oh nein, oh nein. Ich habe gerade ein Notizbuch gesehen. Oh nein. Ich muss doch aber mal alles lesen. Warte mal, muss mal ganz kurz gucken. Notizbuch. Maschinenarten. Okay, wir haben ja den Läufer. So sieht er aus. Das habe ich schon mal gespoilert. Körper, harte Außenhülle, die dieses synthetische Muskeln und Betriebssysteme schützen. Schützt. Lobehälter. Lue, Vorratsbehälter. Was ist das denn? Treffen von Elementmunition auf Elementbehälter lösen eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schieße dieses Bauteil ab, um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Okay, das fährt man nachher alles noch rausfinden, was man da... Lue. Gewöhnlich, dieses gewöhnliche Rohstoff ist ein primäres Herstellungsmaterial für alle Arten der Feuermunition und bei Händlern begehrt. Zünder. Ich muss mir das mal später, glaube ich, müssen wir da mal. Das ist ja. Wie komme ich? Ah, hier, Datenpunkt. Ah, das sind diese einzelnen Daten.
Habe ich jetzt hier schon drei verpasst am Anfang, oder was? Hologramm-Datenpunkte, okay. Gibt's doch nicht. Das muss so schnell alles verpasst. Fortschritt unbekannt. Aha, aha, okay. Ich wollte mal bloß mal gucken. Okay, so viel gibt's da nicht zu lesen. Das ist okay. Okay. Protokoll Zünkler Rivera. Mhm. Machen wir. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Was ist hier passiert? Die Erde wird sich bald auflösen, wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief. Hier unten langsam durchgedreht oder was? Wir haben machen Untertitel an. Rivano, du bist ein Arsch. Wir sind überall, also wir Sachsen, meine ich. Eigentlich bin ich Thüringer. Ich bin geboren in Thüringen, bin aber vor einem Jahr nach Sachsen gezogen. Also, weil ich an der Landesgrenze von Sachsen lebe. Also Sachsen-Thüringen. Sprachprotokoll, Datenbeschädigung schwer. Ella Pontes. Machst du schon überall? Mit diesem Lächeln. Musst du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Da ist was gerade mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Was ist denn hier los gewesen? War das jetzt eine Störung in dieser Audiodatei oder 8-8. Oder ist das, wenn man weiter weggeht, dass dann die Störungen auftreten? Weil das Sprachprotokoll ja da. Naja, keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden. Muss nachher nochmal testen. Aber wenn, dann haben sie es cool gemacht. Aber nachteilhaft. Wenn wir dann immer rumstehen müssen. Er ist da. Rust hat mich gefunden. Hier unten! Ich komme! Jetzt kein dummer Spruch. Ich mache jetzt keinen dummen Spruch. Weil es ist ein Kind. Macht man diese dummen Sprüche nicht. Aloy. Ja! Ich komme! Mann! Guter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch! Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Diese Formen. Was bedeuten sie?
Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Okay. Gut, jetzt isst die Beeren. Bäh. Bäh. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Ja, Papa, warte mal. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Lumutas Becken. Warte kurz, ich muss den Drang erfüllen, alles mitzunehmen. Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Boah, sieht schon mega geil aus. Mann! Ich würde das gerne auf 4K spielen. Mir ist noch ein Blümchen. Ja, Papa, ich komme. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Okay. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Gibt's ja doch noch richtige Tiere. Da. Bleib jetzt unten. Baby! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Okay, ist echt schwierig, immer bei Zwischensequenzen die Kamera auszuschalten. Ich glaube, ich lass so bei den kleinen Zwischensequenzen mal die Kamera an. Okay. Woran sehe ich denn, wo die hingucken? Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Nö. Nö. Ach, da. Ah, okay, da oben sehe ich das Auge. Hm, alles klar. Also unterm Komm, hier lang zurück. Unterm Kompass ist das Auge jetzt zu. Jetzt sieht man uns nicht mehr. Jetzt sieht man uns jetzt nicht mehr. Cool. Achte auf ihn. Auf wen? Oh, da ist ja noch einer. Cool. Ja, wartet doch mal, lass mich doch mal das Vieh genießen, Mann. Dann müssen wir mal so schnell vorangehen. Ach, darf ich wieder aufstehen? Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Ja. Tarnungssum. Ach, hier steht sogar. Die Herde müsste vor uns sein. Das Tarnungssymbol zeigt an, ob du sichtbar oder nicht bist. Bla bla bla. Mhm. Okay. Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn.
Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Na gut, dann folgen wir dem Papa mal. Hier ist noch ein Kräuter. Oder was auch immer das ist. Reinholz. Der Reinholz steht hier einfach rum. Und wo ist der Günther? Wo ist der Günther? Wenn hier schon der Reinhold ist. So, gucken wir mal weiter. Da, siehst du, diese nennt man Läufer. Ha, rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen. Papa, warte mal. Sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Warte, Papa, warte. Keine Sorge. Ich habe hier was gesehen. Das muss ich noch holen. So, jetzt bin ich wieder bereit. Warum muss ich immer alles einsammeln, was ich sehe? Ich hebe auch jeden Scheiß vom Boden auf. Oh Gott, guck mal, wie viel hier ist. Papa, das kann ein Stück dauern. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Hab ich. Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Okay. Die reichen. Nö, die reichen nicht. Es liegen ja noch mehr rum. Ich kann die nicht einfach liegen lassen. Das funktioniert nicht. Oh. Ich weiß aber nicht, ob dann irgendwann mal das Inventar überfropft von Steinen wird. Aber... ich kann die definitiv nicht einfach liegen lassen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Aber ich glaube, das muss ich mir für das Spiel abgewöhnen. Kann ich jetzt hier eigentlich... Ach, ich hätte hier noch untersuchen können, die Läufer und sowas, ne? Ah, verdammt! Das habe ich völlig vergessen. Lektion der Wildnis, Volker Rost. Warum heißt mein Papa Rost? Und wieso quietscht er nicht, wenn der schon Rost heißt? Aloy, komm schon. Ja, warte mal. Kann man das hier angucken? Bup, ein Truthahn. Geil. Aloy. Ja, Mann. Wartet doch mal. Mich umgucken. Aloy. Oh, ja, Mann. Schön. Hör auf zu tun. Ja. Ist aber so schön. Was war denn das? Ja. Boah, ja, sehr gut, Mann. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt, du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Warte. Ich hab versehentlich. Warte. Wirf einen Stein und lock den Wächter zu. Ja, ich mach doch. Ich hab den. Ich muss einfach nach unten. Oh, okay, das wusste ich nicht. Brutaler Papa. Darf ich jetzt kommen? Nein! Komm, jetzt ist es sicher. Was? Warum zeigt es mir jetzt den Weg da oben hin an? Egal. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Okay. Mach ich. Metallscherben und Draht. Habe ich gefunden, Papa. Kann ich nicht alles nehmen? Plündere doch. Die Beute, Aloy. Sei aufmerksam. Gut. Wie ich sehe, hast du schon Reinholzzweige gesammelt. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Puh.
wähle mit aus und gedrückt, um schnell Jagdpfeile herzustellen. Okay. Achso, ich soll ja erstmal das, doch, ist richtig. Mach ich doch glatt. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Ja. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Da ist wieder der Reinhold. Boah, da steht aber auch überall rum, der Typ. So. Hey, Panic-Woven Joker. Du musst auf deinen Papa hören, ja. Entschuldigung. Und sei Leitzeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Na, das scannen wir mal. Für den Zielmarker, bla bla bla. Der Lue-Behälter. Aber. Ach ja. Ach ja. Und wo kann ich jetzt feindliche Maschine lauter? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Woher weißt du das? Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge oder auf den Behälter und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Doch, Papa, das war das Gerät. Halte L2 gedrückt, um den Bogen zu zielen. Wird gemacht. Treffer, weiter feuern! Nochmal! Ich bin voll der Jäger. Dann durchsuchen wir den mal. Was hat der? Metallscherben und Zünder. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfahl. Komm, Aloy, schnell. Drücke L3, ja, das haben wir ja schon rausgefunden. Da waren wir schon pfiffig. Komm doch gar nicht richtig zum Umgucken hier. Weil der Papa immer nervt. Komm mit. Geh dahin, geh dorthin. Mimi. Die alten Säcke immer. Spannende Musik. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Was soll ich machen? Ich soll da jetzt durch? Sind die bescheuert? Ich bin nur noch so klein. Ich. Ich möchte nicht. Drücke L3 und den Fokusmodus. R1, um Spur zu markieren. Scanne des Wächters R1 um einen. Ach nee, R1. Ach, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste.
muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Ah, jetzt sehe ich die Spur. Okay, alles klar. Okay, da läuft davor, dann machen wir dann mal darüber. Oh, guck mal! Sie dürfen mich nicht. Selbst hier steht doch Reinhold rum. Okay, ich weiß nicht, ob. Oh, der hat was gehört. Die Sau. Jetzt hat der Papa mir noch hier Pfeil und Bogen. Oh, oh, oh. Was ist mit den Viechern? Die schrecken ja nur auf, oder? Die fressen nur. Tun die mir was? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, so mitten durchzugehen. Ich glaube, das ist geplant, dass da hinten sind. Okay. Da ist wieder der Reinhold. Mensch, was machst du denn schon wieder hier? Ich glaube, ich sollte da hinten sogar lang gehen, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gehe mal planschen. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Oh. Ja, ist doof, ne? Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ich stelle mich an wie ein Auto. Der Wahnsinn. Oh, was war denn das? Ein Haki. Ein Kaninchen. Guckt nicht so blöde. Fast geschafft. So. Ah, der Reinhold wieder. Mensch. Kumpel, was machst du hier? Knack. Boah, der ist aber jedes Mal eher da als ich. Da ist er. Wo denn? Ah, da. Rede mit Tab. Okay, der Spaß geht weiter. Mit Tepp und Reinhold. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Magie. Oh, okay. Aber zum Glück bin ich jetzt bloß durchgelaufen. Magie. I'm a magician, my friend. Magician. Soll ich jetzt einfach da lang? Ne, ich glaube, der läuft jetzt den Weg durch. Ich warte mal lieber. Ehe es hier wieder. Ich wieder das Spiel kaputt mache. So. Wie ist das möglich? Mein Gott, halt die Fresse. Magie. Verstehst du es nicht? Nimm's hin. Ich bin besser als du. Euch beide. Sie, Junge, rettete mich.
Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und ich... du... Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Was? Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen. Was? Das gibt's ja auch. Wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle die Faust, dann stellt sich Aloy der Herausforderung direkt. Wähle Gehirn, dann nutzt Aloy ihre AI. Was? Warum? Warum ist das so schnell? Lass den Stein fallen, Kopf, ziele auf seinen Kopf, schlag ihm den Stein aus der Hand. Lass den Stein fallen. Irgendwas machen müssen wir. Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Trainieren! Yippie!
Der Papa, der niemals altert. Rost? 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 Wo ist er? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Stufe 3 erreicht. Yay, hier gibt's Stufenaufstieg. Oh je, drücke Fertigkeiten freizuschalten. Oh Gott, Jäger, Krieger. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, was haben wir denn hier? Drücke R1, um kleine Maschinen menschlich lautlos zu erledigen oder größeren Gegner schweren Schaden zuzufügen. Ja, die Zwischensequenz hat mich jetzt sehr an... Herzlich willkommen zu Assassin's Creed. Gerade wo die den Berg hochgeklettert ist, das hat mich sehr an Assassin's Creed erinnert. Beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Krieger? Verwende beim Zielen R3, um die Zeit zu verlangsamen. Haha. Kritischer Treffer, drücke R1, um den Angriff der Gegner im Boden stark schädigt. Okay. Leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlich Rüstung und Bauteile ab. Aha. Locke mit im Werkzeugmenü Gegner zu einer Position als Ziel. Heiler, schnelle Heilung aus dem Medizinbeutel. Zusätzliche Natur. Also ich finde das jetzt gerade mal ganz kurz am interessantesten hier. Und zwar das. Bei Trailpad und so. Pock. Ach, wir haben 2 Punkte. Wie viel haben wir denn? Das haben wir erlernt. Was kann man denn jetzt? Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Ah, okay, die bewegt sich langsamer. Das wusste ich nicht. Das klingt noch interessant. Und noch ein Hammer. Ich würde gerne Heiler machen. Pock. So. Klingt doch ganz gut, was wir da jetzt gemacht haben. L1, R1. Waffen, Inventar. Wir haben einen Speer. Wir haben Outfits. Es gibt sogar Outfits. Ey, leck mich doch die Sack. Spezialobjekte. Was ist das? Spezialobjekt? Plündererlinse. Diese ungewöhnliche... Achso, das ist dieses Ding. Ja, die haben wir ja jetzt schon kennengelernt. Herstellen. Munition. Diese Munitionspakete eignen sich für Jägerbogen. Blablabla. Cool. Ist schön. Steht da irgendwas, was man dazu braucht? Ah, hier. Feuerpfeil. Reinholz. Ach, der Reinholz wieder. Metallscherben und Lohe. Okay. Die Karte. Oh mein Gott. Was habe ich mir jetzt schon wieder für ein Spiel rausgesucht? ups. Quests aktiv. Hauptquest alleine jahrelang trainiert. Hauptquest, Nebenquest, Aufträge. Oh Gott. Also wir werden lang brauchen, Freunde. Maschinenarten. Jetzt habe ich doch mehrere entdeckt schon. Guck mal, wir haben doch jetzt hier den Wächter neu. Harte Außenhülle und synthetische Muskeln und Betriebssysteme schützt. Oder so. Warum kann ich da nicht richtig was lesen über den Auge? Treffen auf dieses Bauteil fügen Maschinen größeren Schaden zu, okay? Alte Maschinen. Dieser gewöhnliche Rohstoff. Ja, ja, gut, okay. Aber so richtig eine Beschreibung zu dem Vieh? Gut. Hallo? Hier, Sammelobjekte, Datenpakete, Datenpunkte, meine ich natürlich. Also irgendwas haben wir da unten vergessen. Fortschritt, Statistiken. Okay, haben wir alles durchgeguckt. Wunderschön. Nur als kleine Info. Ja, sorry, ich habe ja die ganze Zeit die Zwischensequenz. Nur als kleine Info, wenn die Roboter gelbes Licht ausstrahlen, haben sie etwas bzw. jemanden entdeckt. Beziehungsweise gehört. Bei blauem Licht ist alles gut. Alles klar. Dankeschön. Für den Typ. Boah, jetzt habe ich übelst Bock auf Schinken. Auf so geilen, geräucherten Schinken. Ja. Lassen wir das mal. Nicht an Essen denken. Kriege ich wieder Hunger. Aber wir sind jetzt groß. Hey.
Yippie, wir sind groß, wir sind groß. Yay, wir sind groß. Yippie, yippie, wir sind groß. Ein Speer mit R1. Maschinenrüstung erschlagen, probiere. Ah, okay. Ein Feuer. Ah, das ist Speicherung. Okay. Das ist gut. Und hier steht wieder Reinhard und sein Zwillingsbruder. Reinhard 2. Steine. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ach, nochmal Reinhold. Nochmal der Reinhold. Da ist nochmal auf jeden Fall alles mit, um dass wir uns immer mit Pfeile herstellen können. Ich glaube, das ist besser. Ich weiß ja nicht, wie das Inventar, ob wir da irgendwie das zumüllen können. Ich meine, klar, die Steine. Also irgendwann werden wir bestimmt keine. Aber ob das Inventar im Gesamten zählt, das meine ich jetzt. Müssen wir gucken. Ah, mit Kreis kann ich hier. Geil. Wir wollten doch heute jagen gehen. Ja. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Schauen wir mal. Wird bestimmt was ganz Schreckliches passiert sein. Wie ich solche Spiele kenne, die brauchen erstmal einen kleinen Tragik-Moment, ne? Brennwurzel. Der Reinhold. Ne, da kommt mir jetzt zu oft vor. Also der Witz, der laugt sich langsam aus mit dem Reinhold. Noch nicht. Was oben, macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Rede mit Rost. Brauche ich erstmal Metall dafür. Aloy, du bist hier. Ach so, mit rotem Licht gehen sie auf mich los. Alles klar. Du bist hier, alles in Ordnung. Was soll die Verzögerung? Gut, dass ich Spuren lesen kann. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ich hol die Teile? Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grater könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Nach der Erprobung? Ja. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Okay. Um das Questmenü zu markieren. Kauzige Grata, Auftrag. Der alte Ausgestoßene namens Kauzige Grata braucht oft Hilfe, um in der Wildnis überleben zu können. Das Problem ist, dass sie nur spricht, wenn sie
zur Urmutter betet. Es lässt sich also nicht leicht herausfinden, was sie möchte. Okay. Ah, da oben Mutterherz. Und rede mit Grada. Grada. Kann ich hier einfach runter? Kann ich hier so... Okay. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. So, jetzt scheint es ja langsam mal loszugehen, das Spiel hier. Ja. Alter, was für ein Weg. Plündererareal. Oh mein Gott. Okay. Dann gehen wir mal den Weg entlang. Hä? Was war denn das? Ich hab da eine Schlange gehört oder so. Nicht, dass uns ein Arsch beißt. Oh, ein Wildschwein. Ein Schwildwein. Entdecke ein Lagerfeuer, in dem du herangehst und schalte somit einen Schnellreisepunkt frei. Entzündet das Lagerfeuer? Ja, mach ich. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Was brauchten wir für Feuerpfeile? Okay, war der falsche Taste. Natürlich. Munition. Zack. Feuerpfeil. Reinholz. Metallscherben und Lohe. Also heißt das, wir müssen Viecher töten, wie das ausschaut. Ne? Also die Metallteile werden hier sicherlich nicht irgendwo rumliegen. Blum, blum. Ich kann mich irgendwie nicht satt sehen hier. Noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Schön hübsch. Schön hübsch. Da rein halt. Achso, ich wollte aufhören mit dem Witz. Bin ich hier richtig? Ach, das ist ja jetzt, warte mal, der Weg zum... jetzt muss ich auf die Karte gucken, wegen dem blöden Gebiet da, ne? Das war doch das, was ich... Läuferareal. Ich glaube, das wäre am besten, wenn ich die Viecher... Ich mach mal hier einen Wegpunkt hin. Einfach nur... Kann ich eigentlich auch sowas jagen hier? Ah, reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch, knochiges Fleisch. Geil. Mm, alles klar. Frischer geht's nicht. Ja. Warte mal. Ich muss das mal ganz kurz. Warte mal, ich muss das mal ganz kurz. Kann ich das Vieh jetzt nicht einfach abschießen? So ein Arschloch. Nun gut. Ob ich das jetzt... Ob ich die jetzt schon besiegen kann? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ohne Fleiß kein Preis. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die angreifen soll, aber irgendwie habe ich einen Reiz dazu. Ich habe jetzt den Reiz dazu, die mal anzugreifen.
Boah, vielleicht kann ich da drüben ins Gebüsch? Nee. Oh, jetzt. Och, ging ja easy peasy. Alles klar. Alles klar. Alles nehmen. Alles nehmen. Jetzt fängt es an zu regnen. Sammle 3 Lul von Läufern, 2 Metallscherbenmaschinen. Ja. Geht gleich los. Ja, ist doch gut. Warum? Ach. Leute, lasst mich doch mal. Ich muss jetzt herstellen drücken. Ich kann doch noch gar nichts machen. Warum sagt mir das, dass ich jetzt her... Zum ja, ist gut. Ach so, das dauert bloß ein Stück, bis es weggeht. Ich bin verletzt. Du musst mir ja, warte. Ja. Ah, warte mal, die wollte ich... Warte mal. Bitte. Niemand sonst hilft mir. Ja. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn mir folgen. Hilfst du mir suchen? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ein bisschen asynchron. Oh, nur ein bisschen. Schwimme getarnt, um nicht entdeckt zu werden. Okay, mach mal. jetzt habe ich hier 50 Missionen auf, oder? Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. Ah, bilden sich auch Pfützen. Cool. Pfützen. Was haben wir denn hier? Mutterherz. Achso. Ich will ganz kurz die Viecher noch jagen. Aber ich brauche die Lohe. Hä? Was ist jetzt los? Alter, ich hab keine Ahnung. Tja, okay. Okay, wird ziemlich schnell, ziemlich gefährlich hier. Das ist...
nützlich. Ja. Okay, was haben wir denn hier noch so alles? Reinhold. Da unten, das Vieh wollte ich noch haben. Ach, das ist ja gar nicht das Vieh, das ist ja bloß das Gebiet. Draht, wie viel... Ach, warte mal, wenn ich jetzt diese hinten drauf dieses Ding, diesen Behälter zerstöre, kriege ich ja keine Lohe, ne? Das ist ja das Ding, was ich brauche. Das ist ja doof. Oh Mann. Okay. Das war jetzt nicht so clever von mir. Alter, Wolf, wie kommt denn das her? Kann ich hochklettern? So, ich habe keine Munition mehr. Cool. Achso, das war das. Ey, wie ging denn das jetzt nochmal mit diesen... Mit diesen schnell reparieren? Das habe ich irgendwie vergessen. Mit den schnell reparieren, sag ich schon. Mit den schnell irgendwas herstellen. Da muss ich mir erstmal reinfitzen. Okay, haben wir wieder 20 Pfeile. Bleib doch stehen! Ich will doch deine Lohe! Hey Erik Soos, danke für den Follow! Grüße! Ja, es ist auch wieder schön da zu sein. Ich muss das mal... Was? Du befindest dich in einem Jagdgebiet. Da musst du mit Rudeln rechnen, ja. Du bekommst es trotzdem. Musst nur achten. Ja. Wo habe ich denn dieses Vieh getötet? Wo war denn das? Verdammt. Ja, ich will mal klarkommen. Irgendwann klappt das alles besser, aber ich glaube, ich habe jetzt eigentlich ganz gut. Oder auch nicht. Wo kommen denn die auf einmal her immer? So ein Arschloch. Ja. Ja. Ha, ich habe eine Lure bekommen. Da liegt jetzt noch eine. Eine kleine Lure. Ich brauche dieses Ding, wo man aus dem Gebüsch aus... Das muss ich auf jeden Fall noch erlernen, wo man leise Angriffe machen kann. Ja, warte mal, wenn die nicht... Die rennen doch weg, ne? Das sind doch die Viecher, die wegrennen, oder? Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt okay, doch nicht. Aber der Papa hat doch vor uns gesagt, dass die wegrennen. Die Söhne rennen doch weg. Mensch. Immer schön leise. Jupp. So, lass uns mal ganz kurz beruhigen. Ein Bärchen essen. Hi. Habe ich jetzt alles? Für diese Brandpfeile? Bleng. Ah. Dankeschön, Erik, fürs Hosten. Ja, drei Lohen fehlen immer noch. Hä, ich habe doch gerade Lohen gesammelt, dachte ich. Mein Gott. Muss ich immer noch so ein Vieh töten. Boah!
Kommen wir nicht so ganz mit den Tasten klar. Ach, mit Kreis war das Ausweichen. Ja, das ist natürlich clever, wenn man das vergisst. Okay. Kann ich jetzt eigentlich hier... Aua, ah. Stirb doch einfach. Einfach sterben. So. Jetzt haben wir 3 von 3 Lohn. Okay. Das hat sich doch gelohnt. Ich glaube, diesen Witz hat bestimmt jeder schon gemacht. Die Spitze des Speers. Hauptquest. Aloy jahrelang trainiert, die Eroberung teilzunehmen. Jetzt ist es nur noch 2 Tage bis zum Ritual. Und sie muss eine letzte Prüfung ihres Könntes bestehen, um eine letzte Lektion zu lernen. Stelle Feuerpfeile her. Mach ich. Kein Problem. Modifikation. 5% Schadenspule. Ungewöhnlich. Wie? Haha. Rohstoffe haben wir genug. Herstellen. Munition. Wow. 10 von 20 Feuerpfeilen. Soll ich mir noch ein paar Lohen holen? Ich glaube, ich hole mir noch ein paar Lohen, dass wir... Die Dinger gehen ja noch ganz ordentlich zu jagen hier. Nein, renn doch nicht immer weg. Boah. Herstellung. Mein Gott. Die Pfeile gehen viel zu schnell alle. Möchte ich nur mal sagen. Bleib doch mal stehen. Mann. Ja. Ach ja, ich mache jetzt alles andere außer Missionen. Ah, solche Spiele, die sind aber auch schlimm. Ja, nimm mal alles, klar. Wie, ich brauche immer 3 Lohn, um 10 Pfeile herzustellen, oder wie ist denn das jetzt hier? Hab ich das jetzt richtig gerafft? Habe ich richtig gerafft. So. Also brauchen wir noch ein paar. Ich will die Feuersteine richtig auffüllen. Müssen noch mehr sein hier. Ah, guck da hinten. Ah. Geil. Dass ich dir den Spaß verderben muss. Nö. Nö, fein. Eine brauche ich noch. Eine brauche ich noch. Eine einzige brauche ich noch. Da stelle ich mir die restlichen Feuerpfeile noch her und dann können wir meinetwegen zu der Ollen gehen, da. Zu dieser... Ich habe vergessen, wie die heißt. Krater. Die wohnt bestimmt auch in einem Krater. Ja, wo sind die Viecher jetzt hingerannt wieder? Eins war doch noch hier irgendwo. Oh, was liegt denn hier? Das habe ich wohl übersehen. Und da kriegen wir unsere Lohe. Zack. Herstellen. Munition. Ja. Zack, 20 statt Voltisch. Warte mal, ich mache gleich nochmal die Pfeile voll. Wunderschön. So, jetzt gehen wir mal zu der Grada. Grada, die Schwester von Kratos. Meinst du? Nee, mehr jagen wir mal jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal zu Grada. Lalalalalala. Das
Das muss Arana sein. Oh, jetzt hat mich wieder irgendwas angepeilt, ja. Was? Wo denn jetzt schon wieder? Was? Was? Wo? Hä? Bin ich blind? Na klar, mach ich. Ich sitze hier fest. Ja, wo denn? Bin ich gerade blind? Wo? Ich brauche Hilfe. Ja. Ich kann nicht runter. Wo denn runter? Bin ich blind? Wo ist denn die? Ich sitze hier fest. Hier oben oder was? Wo denn? Bin ich gerade doof? Hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt. Ach, hier ist das Ausrufezeichen. Ich bin auch ein Nasenbär. Alles klar. Ich muss mich ein bisschen mehr auf das Navi da oben an dem Navi da oben orientieren. Also doch da oben, ne? Sag ich doch, Mann. Komm mal da. Ja, schrei doch nicht so rum, Mann. Ich bin doch schon da. Komm doch einfach hier runter, wo ich hochkletter. Ja, ich komm doch. Ich versuche es. Schnee. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Hä? Komm ich da hoch? Ach, hier. Assassin's Gretel! Voll am Start! Ja! Ja, wo denn nur? Die quietscht da rum und ich... Ich bin hier, Brom! Bist du da draußen? Dir! Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber... Ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Dankeschön, Emoti. Und gute Nacht. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was macht die kleine Schreie im Hintergrund. Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nun nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Na klar. Na, Mama. Wir quatschen mit der, die Kleine im Hintergrund. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wer denn, wo denn? Warum sehe ich denn die nicht? Bin ich blöd? Ich brauche Hilfe. Hä? Ja, wo denn? Wo bist du denn? Ich kann nicht runter. Hilfe! Hä? Sag mal. Ich höre die doch hier genau um der Ecke. Hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt!
Ich sehe die echt nicht. Bin ich doof? Wo denn? Und wer bist du? Jetzt höre ich sie gar nicht mal. Hä? Sag mal, bin ich doof gerade? Also haben wir schon mal zwei Nebenmissionen. Das ist ganz toll. Aber hat die... Oder schreit die da oben so? Die Alte. Aber das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ja, wo denn? Das kann doch nicht sein, dass ich so doof bin. Ich sehe die nicht. Leute, das Spiel will mich gerade verarschen. Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht runter. Ich sehe die echt nicht. Habt ihr die schon gesehen? Ich höre die immer nur schreien. Oder ist das die Alte da oben? Oh, das ist ja Quatsch. Warum soll die so schreien? Also irgendwie bin ich gerade echt doof. Du, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Hä? Aber das ist doch nicht die Alte, die da so schreit, oder? Das ist doch... Ich kann nicht runter. Weil die... Hilfe! Die kann doch runter. Ich sehe die nicht. Alter, wo denn? Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht runter. Wo denn? Wo ist die? Ich lass dich gleich nur. Du kannst gleich abstürzen. Mir scheißegal. Wenn du mir jetzt nicht sagst, wo du bist. Seht ihr die? Hilfe! Was denn? Ach, weißt du, verreck doch. Du, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Ich sitze hier fest! Hä? Ich hab das Gefühl, ich komme der Stimme immer näher. Du, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Geh mal hier rüber. Ich sitze hier fest! Ah, okay, ich komme näher. Ja, wo denn? Ich bin zu blind. Du, hilf mir doch jemand! Ich sitze hier fest. Hä? Ich brauche Hilfe. Ich kann auch gerade... Ich kann auch gerade überhaupt nicht peilen, aus welcher Richtung das kommt. Das finde ich das Lustige. Du, hilf mir doch jemand! Ach komm, weißt du, das ist doch bescheuert. Die schreit sich hier in Ast, aber ich finde die nicht. Jetzt hält die wieder die Klappe. Hä? Ach Mann, wo denn? Hier oben oder was? Oder da oder dort oder... Lagerfeuer entdeckt. Ich kann nicht runter. Hilfe! Ich will dir ja... Ach, da hinten! Oh, okay, okay, alles klar. Ey, das klingt so nah hier. Du, guck mal, da hinten! Mann! Oh! Ich helfe dir doch nur. Da kommen sie.
Ja, zeig's ihnen richtig. Kein Ding. Ja, mach ich doch gerade. Nein! Alles gut. Alles gut. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Warte. Mein Gott. Das hat sich da drüben so nah angehört. Da war ich. Kann ich kurz mit dir reden? Da hinten auf dem Felsen. Das ist ja bescheuert gemacht, dieses Sprach. Wie nennt sich das? Ich möchte mich nur bedanken. Ja. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Ach, das ist meine die Kleine. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Du sagst, schau doch ins Inventar unter Ziele, dann wird sie markiert. Ja, wenn man weiß, dass das zu der Mission gehört, dann hätte ich das auch gemacht. Aber ich dachte ja, das ist wieder irgendeine freilaufende Person, die irgendwo rumbrüllt, so eine Nebenmission, dass die jetzt natürlich zu der Mission gehört, die ich schon angenommen habe, das wusste ich ja nicht. Sonst hätte ich das schon lange gemacht, klar. Gott, war das übel. Aber für die Leute natürlich, die das wissen, dass das zu der Mission gehört, ist klar, dass die sich jetzt alle mit Facepalm vor dem Bildschirm gehabt haben. Hätte ich auch. Okay. Ja, lange haben wir nicht mehr Zeit. Was haben wir denn hier? Ich will erstmal Quests. Wir machen mal so eine Nebenquest noch schnell. Der vergessene Nebenquest, euer Bruder Brom sollte. Nein, ich will. Wo ist denn das mit dem Speer? Das war doch keine Hauptquest, oder? Aktiv, Auftrag, ausgestoßene namens Kreuze Krater braucht. Nee, hä? Okay. Okay, dann gehen wir zur Krater. Oder was ist das? Okay, wir gehen mal dahin. Lagerfeuer. Ich brauche eine Spur. Vielleicht findet mein Fokus etwas. Eine Spur? Ja, eins. Drücke R1, wenn der Zielmarker über Spuren befindet, um zu markieren. Markierte Spuren bleiben sichtbar, wenn. Folge den Spuren. Ach, das ist das mit der Fußstapfen der Mutter. Oh mein Gott, ich muss mal besser lesen. Folge den Fußspuren.
Na, dann folgt man mal den Spuren. Das ist aber auch eine schöne Welt. Lalala. Ja, schön. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Nö. Halt, muss ich das noch markieren, ne? Jetzt. Schauen wir mal, wo das Plünderchen hingerannt ist. Muss ein bisschen aufpassen nach Viehzeug. Das entgeht mir immer. So ein blöder Sperr. Dass die den unbedingt braucht. Boah, warum? Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nach. Okay. Boah, das sieht aber auch geil aus. Gut. Warte, bevor ich hier Spuren suche, ich brauche nochmal den Reinhold. Ja, okay. Hab sie. Es wird Zeit, die Stolperpfeile von Kass zu kaufen. Stolperpfeile von was? Im Herstellungsmenü oder was? Tragkapazität, Fallen, Dränge. Okay. Ach gut, das war bloß... Ah, das ist ein Fuchs. Dass hier noch richtig Lebewesen leben, finde ich auch lustig. Ich dachte, das ist eine Welt voll solcher Roboter. Was? Wer bist du? Was willst du denn schon wieder hier? Du sollst doch nicht hierher kommen. Speichern! Über die halbe Map führt uns hier die Spur. Ah, ist er das da oben? So. Jetzt hole ich mir den Speer. Ja. Sieht aber nicht so aus, als wäre der Plünderer. Hallo, warum kann ich das? Okay. Hier ist kalt. Hier ist kalt, hier liegt Schnee. Ich bin doch aber im Gebüsch. Ach, das zählt wohl nicht als Gebüsch. Ich glaube es jetzt gerade nicht. Warte doch mal.
Warum zählt das denn nicht als Gebüsch? Ich stehe im Gebüsch und das zählt nicht als Gebüsch. Okay, da ist gerade aufmerksam auf mich geworden. Ah, dieser Streifen drumherum bedeutet, dass er sucht. Oh oh. Würde schon gern. Wow, Alter! Komm mal mit hier hin. Ach, hier bist du. Oh, der schießt! Der schießt! Okay. Die gehen da doch nicht so einfach. Mir haben die anderen viel besser gefallen. Eine Welt voller die anderen, bitte. Und warum zählen diese komischen Büsche nicht als Versteck? Das ist doch Schwachsinn. So, jetzt hole ich mir den Speer. Ah, guck mal, ich kann da drüben auch hoch. Vielleicht ist es da ein besseres Jagen. Nach dem Viehzeug. Hüpf. Hoch mit dir. Geh mal ganz hoch. Da drüben macht mehr Sinn, oder? Oh Gott, da kann ich drüber balancieren. Uah. Uah. Hier hoch kommt es nicht. Das ist schon mal gut. Aber es schießt. Das arbeitet noch. Das ist tot. Jetzt muss ich da hin. Ich will mich doch verarschen. Hallo, ich sehe dich nicht. Hab's. Hä? Was sieht mich denn jetzt schon wieder? Da oben. Warte. Warum schießt der denn auch jetzt auf einmal? Ah, noch so ein Vieh. Naja, komm. Noch so ein Vieh. Alter. Oh Gott, das war doof. Ich bin wieder hoch. Ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Ich will nur diesen scheiß Speer haben. Befolgen die mich jetzt hier? Eigentlich will ich ja gar nichts außer den Speer. Alles gut. Hä? Wo sind... Ich hab doch... Ach, hier. Okay. Metallscheiben, ach, das Speer. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Nö. Kriegt sie. Boah. Kehre zu Tok zurück. Gut, machen wir das. Ah. Zünder. Hä, was ist denn hier explodiert?
Ach, das sind die Teile, die ich dem Vieh abgeschossen habe, wa? Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Was wir halt haben, wir, speichern wir mal. Warte mal, das ist jetzt Kerze Tock zurück. Dahin, genau. Gut. Cool. Haben wir eine kleine Nebenmission abgeschlossen gleich. Das gefällt mir. Nö. Ich wette, er wartet schon auf mich. Ja, Tock. Die Kleilus. Ein paar Meter. Noch 400, um genau zu sein. Gleich da. Drüben sind wieder solche blöden Jäger und so ein Kack da. Nur fein. So, wenn wir die Mission jetzt beendet haben, dann muss ich auch leider den Livestream dann schon wieder beenden. Weil ich muss dann zur Nachtschicht. Aber morgen geht's dann weiter. Ich denke mir mal so auf 18:30 wieder. Starten wir in die nächste Runde. Jetzt sind wir aber noch nicht sehr weit gekommen in der Hauptmission. Ne? Das ist nicht so gut. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. So. Ich muss einsammeln. Der Tock. Kleine zähe Pflanze. No. Du wirst mir sicher helfen. Aloy ist zurück. Yay. Mit dem Speer. No, bitteschön. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy, für alles. Nö, fein. Haben wir die Mission abgeschlossen. Kann doch mal reden mit denen. Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich Arana verloren hätte. Danke, Aloy. Speerschadenstärkung plus 1. EP 1000. Habe ich denn jetzt ja wieder... Ah, guck mal, ich habe wieder Fertigkeiten. Ich wollte dieses Dings machen. Ich wollte diesen stillen Schlag machen. War das das, wo ich aus dem Gebüsch da... Genau, den wollte ich erlernen. Sehr schön. Habe ich das auch? Inventar, Modifikation? Muss ich das Zeug... Ach nee, das kann ich... halten zum Entfernen? Fernangriffsschutzgewebe. Okay. Ja, dieses seltene Maschinenteil kann nur vom Wächter erarbeitet werden, der Händler begehrt, bla 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 bla. Erstmal die ganzen Ausrufezeichen noch wegmachen. Munition, Brandpfeile, Hammer. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich nochmal. So, haben wir das wenigstens auch nochmal. Die Karte und hier Notizbuch. Da haben wir jetzt den Plünderer noch gefunden. Ein Raubjäger, der sich mit seinem gefährlichen Maul und Laser gut zu verteidigen weiß. Ja, hätte ich mal zuerst lesen sollen, dann hätte ich gewusst, dass er schießt. Ach so. Da drüben steht... Ich bin auch doof. Weil da ist mein Mikrofon davor, deswegen... Ist noch nicht reit. Man kann die Viecher reiten? Herdenmaschinen, die leicht aufgeschreckt, sie leise und schnell erledigen muss. Die kann man reiten? Was?
Kompakte, neugierige und bewegliche Aufmerksamkeitseinheit, die ihre Gegner im Schwarm angreifen will. Ja, das habe ich gemerkt. Ne fein. Ich gehe mal hier drüben speichern. So. Da müssen wir natürlich erstmal alles in das Spiel noch reinfitzen und so. Aber ich glaube, das geht ja am Anfang jeden so. Aber dass ich mich natürlich wie so Banane wieder anstelle, das ist natürlich klar. Das ist Onkel Lake. Auf jeden Fall sieht es mega geil aus. Und ich freue mich schon weiterzumachen, muss ich sagen. Und wie gesagt, morgen... Das nehme ich lieber mit. Wie gesagt, morgen gibt es dann noch ein Livestream. Da wird es dann wieder so 18.30 Uhr wieder losgehen, denke ich mal. Vielleicht auch früher. Mal schauen, also zwischen 18 und 19 Uhr. Und das ziehe ich jetzt durch bis Mittwoch. Und Donnerstag fahre ich dann zu Rivano. Und vielleicht... Mal gucken, was dort so abgeht. Ich will jetzt mal noch nichts. Vielleicht Rivano, vielleicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Horizon Zero Dawn. Ich habe immer noch Star Trek Bridge Commander drin. Ist egal. Und ja, bis denn. Und tschüss. War geil.